muss ich auch was vorher ein bisschen sagen. Das ist inspiriert dadurch, ich war mal im Knast. Also ich habe da gearbeitet als Theaterpädagoge, habe da mit Erwachsenen im Erwachsenenknast, ich habe aber auch mit Jugendlichen im Jugendknast gearbeitet, mit denen Theaterstücke gemacht und so. Und da lernt man sich sehr gut kennen und ich muss sagen, ich bin nicht frei von Verwertungsinteressen. Ich habe mir gedacht, naja, dann machst du mit denen noch ein paar Interviews hinterher und schreibst darüber dann wieder ein Theaterstück und damit wirst du dann weltbekannt und so. Und die Interviews habe ich gemacht. Das andere wartet noch. Naja, und diese Interviews, das war wirklich eine gute Basis. Die haben durch diese Arbeit, war einfach Vertrauen da und die haben mir wirklich alles erzählt. Die haben ihre Drogenverstecke gezeigt und haben mir die ganzen Straftaten auch erzählt, für die sie nicht angeklagt worden sind. Also wenn ich die Bänder der Staatsanwaltschaft zur Verfügung stehe, also käme auch was zusammen. Und auf jeden Fall, gerade Jugendknast, die haben alle Drogenerfahrung ohne Ende, sitzen häufig auch wegen den Sachen im Knast. Aber bei den Interviews kam man immer zu dem Punkt, also was ist eigentlich so die ultimative Droge? Und es haben alle gesagt, und die kennen alles. Ob Hasch, Ecstasy, Heroin, Kokain, es kommt alles nicht gegen dieses Gefühl an, wenn du da in der Firma bist, wo du nicht sein sollst, wo du nicht hingehörst, nachts, und du bist gerade dabei, den Tresor zu knacken oder die Computer rauszuräumen oder was immer du da gerade irgendwie für wertvoll erachtest, und dann hörst du draußen das Martinshorn und du weißt nicht, kommen sie zu dir oder woanders hin, und sie haben alle gesagt, das ist ein Adrenalinschub. Die besten Drogen produziert unser Körper immer noch selber. Adrenaline, 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 adrenaline.
was ihr verpasst. Ja, vielen Dank. Und schönen Abend noch. Und viel Spaß noch mit den anderen drei. Tschüss.